Hallo alle zusammen und willkommen zurück zur neuen Folge von Kingdom Hearts 2 Fallmix. In der letzten Folge haben wir die Höhle des Todes gemeistert und ich entschuldige mich jetzt schon nochmal, dass ich so viel gejammert habe im letzten Part. Es tut mir richtig leid, aber ich war am Ende schon so richtig verzweifelt. Ich meine, am Ende habt ihr dann einen Schnelldurchlauf gesehen, weil ich den Part, der um die eine Stunde lang war, auf 27 Minuten gekürzt habe, einfach weil ich diese ganzen Tode bzw. Dauer einfach beschleunigt habe und gewisse Sachen einfach rausgeschnitten habe, wo ich einfach mal locker 10 Minuten gehangen bin und vor allem an den leichtesten Stellen zum Beispiel, wo man einfach nur ganz logisch springen musste und ich einfach der größte Dummbatz auf der Erde bin. Aber gut, jedenfalls, wir haben jetzt eigentlich so gut wie alle Sticker. Ich habe jetzt auch die übrigen Schatztruhen, die uns fehlen, eingesammelt. Also es fehlt uns noch eine Schatztruhe. Ich habe jetzt mal geguckt, weil ich habe eben kein Mickey Mouse Stempel dorthin gekriegt habe. Mickey Mouse, was zur Hölle tue ich gerade in meiner Dummheit? Keine Mickey Mouse Stempel bekommen habe auf die Schätze. Habe ich nachgeguckt. Ja, es gibt noch einen Schatz, aber diesen einen Schatz kriegt man erst, wenn man die ganzen Daten Datenrekonstruktions-Gitter-Battles gemacht hat. Jedenfalls wird das vermutlich ein Weilchen dauern. Ich habe auch Sora auf Stufe 70 gebracht, weil ich dann einen Gegner versuchen möchte, den, wo ich gelesen habe, wenn man nicht so gut darin ist, dann sollte man so um die Stufe 70 sein und am besten Ultima und sowas haben. Haben wir alles ja noch nicht, aber haben wir ja bald. Denn ich habe Oskun auch noch. Ja, nein. Den Ruhestein und den Ruhekristall geholt bei dem einen Fungi da, der hier in Radiant Garden herumhungert. Müsste die auch alle einmal probieren. Vielleicht mache ich tatsächlich einen Part, wo ich alle herzeige. Ich weiß es noch nicht, aber das wird dann vermutlich erst dann sein, wenn wir das Spiel komplett durchgespielt haben. Weil ich hundertprozentig nicht die Birth by Sleep Cutscene, also die Secret-Szene, freischalten werde, wo man Trailer zu Birth by Sleep sieht, weil man der Profi-Version die goldene Krone braucht. Und die goldene Krone kriegt man, wenn man alle Data-Battles gemacht hat und wenn man den verweilenden Willen besiegt hat. Und ich bezweifle sehr, dass ich das alles schaffen werde. Vielleicht schaffe ich es, aber vielleicht schaffe ich es auch nicht. Keine Ahnung, ich glaube natürlich eher nicht. Sephiroth könnte man natürlich hinkriegen, aber ist halt auch so eine Sache. Davon muss ich auch mal Molusha schaffen. Und Molusha ist auch so eine Sache, ne? Und ich habe auch für Donald eine bessere Waffe gefunden als die Infantin-Waffe, nämlich Premium-Pilz. Und Niemandsland habe ich auch zweimal gekriegt beim Leveln, aber gut. Jedenfalls haben wir jetzt alle Items und wir gehen jetzt zu Mogri. Und geben ihm mal einmal das hier alles. Wir kriegen ein Orichalcum plus das letzte, was uns fehlt. Und dann ganz viele Sachen. Ganz viele Sachen. So, jetzt müssen wir allerdings nochmal rausgehen, damit wir 60 Items haben. So, das wollte ich nicht. Und damit wir Ultima schmieden können. Ich freue mich wie so ein kleines Kind. Ja, stellen. Yay! Item hergestellt. Ultima, das Schlüsselschwert mit der ultimativen Balance, erhöht die Geschwindigkeit, mit der sich die MP nach kompletten Verbrauch aufladen. Um 75%. So. Ach, das ist richtig schön. Das kann ich nicht herstellen. Okay, da brauche ich den Gedächtnisstein. Okay, da brauche ich einen Gedächtnissplitter. Aber das könnte ich. Okay, ich bräuchte noch einen Ruhestein. Aber das könnten wir tatsächlich versuchen, tatsächlich. Da haben wir Schatten. Ich habe nur eine. Ich habe nicht zwei Kristalle. Achso, nein, Ruhekristalle habe ich zweimal. Wir könnten hier das hier machen. Aber ich auch. Brauche ich hier den Stein? Sogar drei Sterne. Ey, warte. Blödsinn. Hm.
Was macht das eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls bringt das auch gar nicht so viel. Wenn ich das machen würde. Muggel übernehmen sie, habe ich nichts. Kreationen kann ich nochmal Ultima. Rein theoretisch könnte man es tatsächlich nochmal machen. Aber warum sollte man sich das nochmal machen? Egal. Warum kriegt man dafür keine Trophäe? Voll die Frechheit. Schön. Schön. Obwohl ich damals gesagt habe, ich bin mir nicht sicher, ob ich Ultima jemals im Spiel schaffen werde. Tatsächlich, ich hab's geschafft. Was sagst du dazu, Cloud, ne? Ich kann ihn fühlen in meinem Herzen. Sephiroth, ich weiß, dass du hier irgendwo bist. Ja, und den möchte ich heute versuchen. Ich glaube aber nicht, dass ich ihn schaffe. Dementsprechend werde ich mich mal kurz ausrüsten. Kann ich das hier... What the hell? Okay, zurück zu den Items. Und zwar werde ich das jetzt mit Elixieren machen. Das schmerzt irgendwie. Wenn ich jetzt ganz viele Elixiere reinpacke und keine Elixiere dann habe. Eins. Das ist mein letztes Elixier. Und ich habe irgendwie gelesen, man soll schauen, dass man irgendwelche Items sieht, wo man ganz viel Verteidigung dazu kriegt. Aber nicht unbedingt. Nö, 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 nö. Nö, nö. Okay. Was du das? Nee. Konnte ich dann nochmal einkaufen gehen? Die Ritterwaffen habe ich nicht. Tja. Schade auch. Bei dir konnte ich einkaufen, ne? Nee. Blöd. Das ist ja mal richtig doof, ne? Was ist mal los? Wobei ich glaube, dass die ultimative Ultima-Waffe macht auch nicht gerade so viel Unterschied, ne? Oh, Freudentrop. Aber gut. Aber ich könnte... Aber Donald habe ich ja gar nicht im Kampf mit, ne? Bei Sephiroth. Ja, voll doof. Ich möchte allerdings noch mal ganz kurz in die Welt, die niemals war, fliegen. Um uns erstmal... Hier wird Mogli sein, glaube ich. Nee, konnte man gar nicht kaufen. Verdammt. Die musste ich farmen, ne? Ja gut, dann farm ich die. Warum habe ich eigentlich auch nur so 5 Drive? Sollte man da nicht schon. Ja. Naja. Egal. Wir werden jetzt einfach mal Sephiroth versuchen. Einmal speichern bitte. Weil wir haben jetzt schon Ultima. Es gibt ja, glaube ich, mehrere Möglichkeiten, den zu besiegen, ne? Ich hätte gerne Reflieger irgendwie drinnen lassen und hier nix hier reinballern. Schauen wir mal. Versuchen wir es einfach mal. Sephiroth? Hallo? Wow, 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 wow. Sollte da nicht nur mal ein Pilze sein? So, man muss ihn anlabern. Na gut. What is Cloud doing? Beats me. Hm. By the way, you three, who are you? Well, I'm not sure we should tell you. Well, that's an interesting sword you're carrying. It's the Keyblade. I see. So that's a Keyblade. And I suppose you must be its chosen wielder. So what if I am? I wonder if it won't change its mind once I defeat you. Show me your strength. That's enough. Yes. 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 Yes.
That's enough. Give in to the dark. Perish now. Show me your strength. That's enough. Back off! Oh mein Gott. Oh mein Gott. How'd you like that? I admit you're very skilled. But apparently Cloud is the only one who can eliminate me. Tell Cloud to come here. Tell him Sephiroth is looking to settle things. Gott, ich zitter.
am ganzen Körper gerade. Das war jetzt gerade so richtig. Tut mir leid, dass ich gar nichts gesprochen habe. Ich habe gerade Sephiroth das erste Mal besiegt, ne? Ich gebe zu, ich habe Sephiroth davor noch nie besiegt gehabt. Noch nie. Deswegen zitter ich jetzt am ganzen. Oh, ich zitter, das ist richtig krass. Boah. Ich mach das jetzt so, ey. Aber wie ich zitter. Boah. Aber der war jetzt am Ende doch echt eine harte Nuss. Boah. Nee, ich hätte nicht gedacht, dass ich den schaffe. Ich hätte es nicht gedacht. Ich hätte es echt nicht gedacht. Claudi! Cloud? Da ist Cloud. Claudi? Sephiroth ruft dich. Habt ihr Sephiroth gesehen? Ich habe ihn gerade nach, weiß nicht, zum 6. Mal besiegt. Im. Natürlich. Er ist in den dunklen Tiefen. Verstehe. Dann ist es jetzt wohl an der Zeit, es für alle mal zu beenden. Ich hoffe, Cloud kommt nochmal im dritten Teil. Tschüssi. Cloud. So, jetzt glaube ich, müssen wir wieder dahin fliegen. Oder so. Ja, aber ich port mich da jetzt hin, ne. Aber ich glaube, hätte ich Ultima nicht gehabt, hätte ich es tatsächlich nicht geschafft. Boah. Ne. Never. Nicht nochmal, ey. Boah. Na gut, dann schauen wir mal den beiden zu, was die so zu sagen haben. Did you give him my message? Maybe. Sorry to keep you, Sephiroth. Cloud, you'll never let go of the darkness. Shut up. You'll never let go of your past. Shut up! Get him! Absurd. Defeating me is meaningless. You know that more than anyone, Cloud. No matter how many times I fall, your darkness keeps calling me back. Wrong. Tifa, stay back! How can I? I want to help you. You can't. He'll never let go of the darkness. He doesn't have to. He just needs someone to surround him with light. The darkness will be there, Sephiroth. But in a place you can't reach. Is that right? Let's see what this light of yours can do. Ha! No! Look out! Cloud, you can have my light. The light doesn't suit you. I just don't know. Stop. Huh? Where'd they go? Do you think they made it back to their own world? They went somewhere else. Cloud went to fight a great battle. To defeat the darkness inside him. Gone again. What will you do now? Guess I'll keep looking. Got any leads? Don't worry. Light is easy to find. I gotta go. Here. This is for helping me out. But wait, when did we help?
Fenrir, gute Reichweite und unvergleichbare Angriffsgrad reduziert die maximale Anzahl der Schläge von Boden- und Luftkombos um 1. Ich hab Sephiroth besiegt. Ich mache jetzt eine Party. So eine Solo-Party hier. Dass ich den besiegt habe im Part. Ja, ich hätte das nicht geglaubt. Ich glaube, jetzt haben wir auch alle Waffen von Sora, ne? Und jetzt, ich habe da zwei Epatilamin schon wieder. Oh mein Gott. Jetzt mal einwerfen. So, wir haben Fenrir gekriegt, dazu muss ich hier hingehen. Ja, die ist recht stark, die ist sogar stärker als Ultima. Sonst würde man die ja nicht von einem optionalen Gegner bekommen. Aber gut. Und ich werde, glaube ich, offscreen ein bisschen Elixiere farmen gehen. Wir haben nämlich geiler mehr. Oder irgendwie muss ich ja mal einen verweilenden Dude da auch mal hinkriegen. Gottchen. Oh, das freut mich. Minispiele. Aufgaben. Sephiroth noch einmal treffen, das haben wir gemacht. Und dann muss man noch die ganzen Leutchen hier besiegen. Nee. Das mache ich nicht mehr. Nee. Gar nicht. Never ever. Dafür will ich eine Trophäe erhalten. Ich bin stolz drauf. Ich bin echt stolz auf mich, dass ich das gekriegt und zusammengebracht habe. Und das im Part. Ach, ich dachte mir schon, ich muss das rausschneiden und zu lang, richtig lange üben, aber hat doch relativ gut funktioniert. Ich gebe es ehrlich zu, ich habe Sephiroth nie gemacht. Nie jedes Mal, als ich Kingdom Hearts gespielt habe. Ich habe ihn zwar versucht, aber ich habe ihn nie hinbekommen. Also ich muss sagen, ich bin stolz auf mich. Okay, andere schaffen in der Stufe 50 mit irgendeinem Random-Schwert. Ich mache in der Stufe 70 mit Ultima, aber gut. Ja, gut, dann würde ich aber sagen, was machen wir im nächsten Part? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich werde voll möglich, ja, wie gesagt, Elixiere farmen gehen. Ich weiß nicht, wo ich die farmen konnte nochmal. Welche? Das kann man sicher nachgucken, welche Gegner jetzt droppen. Meine Liebe. Jiminy. Ich glaube, das war nämlich Nummer 1, 2, 4. Ich kann gut zählen. 3, 5, 6, 7. Sind das nicht Primzahlen? Bis auf 12. Und 6. Und 9. Wie hieß denn der? Vulkanlord war es nicht. Peplex? Was war Peplex? Das war dieser Kackgegner. Ich glaube, die Schädelwumme, ne? Keine Ahnung. Irgendein Gegner hat es gedroppt. Aber gut. Ich würde sagen, das war's mit diesem Part von Kingdom Hearts 2. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.